Halli, hallo, hallöle, hier ist mal wieder eure Cameo-Maus. Und heute geht's mal um die beiden Gegenstände, die ihr hier seht. Das sind die Messer. Ich werde euch mal zeigen, wie man die Schnitttiefe am besten bestimmt. Ich werde dazu gleich das rechte Messer benutzen, weil sich das einfach schneller verstellen lässt. Aber es geht sinngemäß auch mit Nutzen, weil sich das einfach schneller verstellen lässt. Aber es geht sinngemäß. So, das ist das Material, was ich gerne schneiden würde. Und ich habe das Papier oben, ein anderes Papier darunter, da, damit mein Tisch nicht vernichtet wird, eine selbstheilende Schneidematte. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich mein Messer so einstelle, dass ich das Papier schneide, aber nicht meine Schneidematte zerstöre. Dieses Papier wäre meine Schneidematte. Okay, fangen wir mal mit dem ersten Versuch an. Ich stelle es mal zu tief ein. So, der erste Versuch, den habe ich jetzt durchgeführt. Ich zeige euch einmal, ich habe extra drauf geschrieben Papier, das ist das, was wir schneiden wollen. Da ist es also durchgeschnitten, das hat funktioniert. Jetzt schauen wir mal, wie es unserer Matte gehen würde. Und wenn ich da drauf schaue, sehe ich, das wäre schlecht für die Matte gelaufen. Okay, die Einstellung ist also definitiv zu tief. Dann gehe ich jetzt hin, verändere das wieder, mache einen zweiten Schnitt. So, Schnitt 2 ist gemacht. Wir schauen mal, das Papier ist gut geschnitten. Die Matte darunter ist jetzt nicht geschnitten. Aber ihr könnt, ich gehe mal ein bisschen näher dran, Sekunde. Technik. Ihr könnt da, wo die 2 steht, doch noch sehr deutlich einen Schnitt in dem Papier sehen, dass es da noch deutlich reingegangen ist. Das ist noch zu tief. Wir müssen das Messer noch ein wenig zurückregulieren. So, bei Schnitt 4 seht ihr jetzt wieder, es ist gut durchgeschnitten, unser Papier. Und ihr seht bei der Matte, ist es nur noch ein leichter Schnitt drin. Da müsst ihr einfach mal ausprobieren, wie es bei eurem Material am besten ist. Und jetzt zeige ich euch noch einmal, wenn es zu leicht eingestellt ist. So, bei Schnitt Nummer 5 auf dem Papier seht ihr, ist zwar ein tieferes, ein bisschen angeschnitten, aber nichts weiter passiert. Aber wenn wir ganz genau hingucken, sehen wir auch, dass bei der 5 im unteren Papier nichts zu sehen ist. Und das ist falsch. Wenn im unteren Papier, so wie jetzt in diesem Fall, nichts mehr zu sehen ist, dann kann das Messer nicht wirklich ganz hundertprozentig durchgeschnitten haben. Dann müsst ihr das Messer wieder ein bisschen so einstellen, dass es tiefer schneidet. Okay, jetzt habt ihr gesehen, wozu oder wie man dieses mit einem Probematerial einfach gut einstellen kann, das Messer. Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit zum Erklären, was passiert eigentlich mit der Maschine. Das zeige ich euch auch gleich noch mit der Cameo oder mit dem Programm. Was tut die Cameo mit dem Druck? Es gibt ja diese Dicke. Die Dicke entscheidet, wie feste das Messer draufgedrückt wird. Es entscheidet nicht, wie weit das Messer rausgedreht wird. Das macht die Cameo nicht. Das müsst ihr vorher so machen, wie ich es euch gezeigt habe. Der Druck sagt nur, wie feste die Maschine drauf drückt und damit natürlich auch das Messer, die Messereinstellung ein bisschen tiefer reinmacht. Okay? Ich zeige es euch gleich mal auf. Wenn zu viel Druck drauf ist, das kriege ich jetzt mit dem Finger nicht hin, aber das könnt ihr euch vorstellen, dann verschiebt er das Schneidematerial. Dann schneidet er nicht mehr sauber, sondern er verschiebt das Schneidematerial. Ist er zu leicht eingestellt, die Dicke, ist sie zu dünn, dann fährt er einfach nur so drüber. Und das passiert auch nicht viel. Er ritzt das Papier an und er schneidet nicht. Ihr müsst also versuchen, immer für euer Material die richtige Dicke rauszufinden. Entweder nehmt ihr die Voreinstellung oder ihr probiert es selber mal aus. Was macht das für einen Unterschied? Es ist ganz einfach. Wir stellen uns mal vor, das ist euer Material, das ihr schneiden wollt. Und das ist das Messer.
Ja? Ich mache, überlege gerade mal, wie es richtig ist. So, das ist euer Messer. Die Schnitttiefe ist jetzt so, dass das Messer hier durchpasst. Okay? Wenn ich zu wenig Druck habe, zu wenig, ne? Wenig Druck, dann sitzt das Messer hier nur so auf und schneidet nicht das Material durch. Ja? Wichtig ist, dass der Druck so hoch ist, dass er das Messer durch unser Material durchdrückt. Aber nicht so hoch. Ich stelle jetzt mal zu viel ein, mache mir hier Doppelplusdruck, dass das Messer zwar immer noch richtig eingestellt ist, aber er jetzt durch den Druck hier unser Material verschiebt. Dann kriegen wir hier so Knicke und Falze rein, dann schneidet er nicht mehr richtig, weil hier an dieser Stelle das Plastik, der Plastikfuß. Ich zeige es euch mal. Ja. Braucht mehr Licht. Also genau diese Fläche, wenn die zu viel Druck hat, uns das Material verschiebt, damit die Sachen kaputt macht. Okay? Das, was ich jetzt hier aufgezeichnet habe, stelle ich mit der Dicke ein. Okay? Ich hoffe, das ist verständlich geworden. Jetzt gehe ich nochmal in den Computer und zeige euch da noch so ein, zwei Sachen. Bis gleich. Tschüss. Nochmal in den Computer und zeige euch da noch so ein, zwei Sachen. Bis gleich. So, da sind wir jetzt erstmal in unserem Programm Silhouette Studio. Ich benutze die Version 3.3.451 ss.de und zwar als Designer Edition V3. Gut. Was wollen wir jetzt hier noch machen? Ich zeige euch noch mal ganz kurz die Einstellung, die Schnitteinstellung. Ich mache mal kurz die Ebenen hierzu und gehe in die Schnitteinstellungen und zeige euch jetzt mal, was passiert. So, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie ihr das Messer einstellt. Im Programm selber könnt ihr die Tiefe oder das Messer selber nicht einstellen. Das macht nicht die Cameo. Die erzeugt nur den Druck, mit dem das Messer auf euer Material gedrückt wird. Ich zeige es euch mal. Erst seht ihr nichts. Ich klicke jetzt hier auf Karton und es öffnet sich die Bearbeitung Karton und da sind die Schnitteinstellungen. Eine der Schnitteinstellungen ist Geschwindigkeit und Dicke. Ihr werdet gleich sehen, die Geschwindigkeit ist bei dickerem Material niedriger und der Druck logischerweise höher. Wenn ich jetzt, weil der Karton ja dick ist, wenn ich jetzt hier das Vinyl nehme, dann seht ihr, geht automatisch die Geschwindigkeit rauf und die Dicke runter. Die Vorschläge, die ihr hier oben habt, sind nicht zwangsläufig die richtigen. Ihr könnt das für jedes Material für euch selber am besten ausprobieren. Schreibt euch eine Liste mit den Werten und ab dem Tag wird euer Material eigentlich immer wieder so zu schneiden sein, wie zu dem Zeitpunkt, als ihr die Einstellung ausprobiert habt. Bei dicken Materialien kann es auch manchmal sein, dass der Druck zu hoch ist, man ein bisschen weniger Druck haben will, dann kann man hier zum Beispiel mal den Druck runternehmen, aber dafür sagen, das Objekt soll zweimal geschnitten werden. Dann macht er den gleichen Schnitt, da geht er hier einmal rum und macht den gleichen Schnitt nochmal. Dadurch kriegt ihr natürlich auch eine bessere Schnitttiefe hin. Was können wir noch beeinflussen? Wir können noch beeinflussen den Überschnitt der Liniensegmente. Eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe euch mal das Dreieck hier aufgezeichnet. Warte mal, damit es einfacher wird zu erkennen, das mache ich es mal kurz in Schwarz. So, ich scroll mal ran. Normalerweise schneidet unser Programm nur das Dreieck aus. Das kann zu Problemen führen hier an diesen Ecken. Immer da, wo Ecken sind, kann es Probleme geben. Jetzt kann ich dem Programm mit dem Menüpunkt, den ich euch gleich nochmal zeige, aber sagen, es soll etwas früher anfangen zu schneiden und etwas später aufhören. Und ihr seht, wenn ich das auf allen Linien mache, dann ergibt sich, dass da die Ecken immer sauber geschnitten sind, weil das Messer über den Punkt weggegangen ist. Das ist eine der Möglichkeiten,
die ich nutzen kann. Ich gehe jetzt noch mal kurz in das Menü rein. Sekunde. Das ist der Menüpunkt Liniensegmente ein. Ich gehe meistens hin und lasse mit 0,3 mm schneiden, und zwar vorher Startpunkt und Endpunkt. Beide sollten ja etwas drüber liegen. So, 0,3 mm ist nicht besonders viel, von daher sollte es damit hinhauen. Was kann ich noch alles machen? Ich kann zum Beispiel den Menüpunkt erweitert mal öffnen. Wenn ich dann jetzt hier runter scrolle, dann sehe ich, dass es hier ein paar Optionen gibt. Was kann ich damit machen? Eingabeoptionen. Zurück zum Nullpunkt oder Vorschub. Zurück zum Nullpunkt bedeutet, wenn das hier alles geschnitten wurde, dann fährt automatisch der Schlitten wieder auf seine Startposition. Manchmal will ich das aber nicht, wenn ich zum Beispiel einen Meter Vinylfolie habe, die nicht auf einer Schnittmatte liegt und ich möchte das vielleicht dann zweimal hintereinander wegmachen, dann kann ich hier drauf klicken auf Vorschub. Dann würde jetzt die Cameo das einmal schneiden und hier unten einen von mir gewünschten Vorschub machen. Das heißt, die Folie würde noch ein Stückchen weiter durchlaufen. Dann würde das Messer hier auf die nächsten Schnittbefehle warten. Das kann ich mit dem zusätzlichen Vorschub hier einstellen. Okay, ich kann noch die Schichten sortieren lassen. Keine Sortierung, eben nach Konditionen sortieren. Was immer auch das bedeutet, habe ich noch nie ausprobiert. Ich arbeite hiermit Schnittliniensortierung. Und zwar könnt ihr dann keine Sortierung, dann entscheidet das Programm, wo es hier schneiden will. Ihr könnt sagen maximale Geschwindigkeit, dann versucht das Programm möglichst schnell alles zu schneiden. Oder minimale Medienbewegung, dann versucht das Programm alles so schön nacheinander abzuarbeiten, dass es sich möglichst wenig hin und her bewegen muss. Ich persönlich bevorzuge diese Einstellung und ich lasse auch immer zuerst die inneren Konturen schneiden. Das mag eine kleine Spinnerei von mir sein, aber ich komme damit gut zurecht, von daher, warum sollte ich es ändern? Never change a winning team, kennt ihr doch. So, was können wir noch Schönes machen mit der Designer-Edition? Also nicht mit den Ischen, sondern mit der Designer-Edition. Also, im Normalfall habt ihr ja hier das Feld Standard bei den Schnitteinstellungen. Und dann könnt ihr entscheiden, wird geschnitten, wird nicht geschnitten, also nicht geschnitten, der Rand wird ausgeschnitten, schneiden allgemein, Rand perforieren oder perforieren. In der Designer-Edition geht es noch ein bisschen geiler. Ihr habt die Möglichkeiten, zum Beispiel nach Ebenen zu schneiden. Das bevorzuge ich ganz extrem. Wie ihr seht, lege ich mir immer die Ebenen an. Schnitt, Falz und Druck. Das sind die drei Ebenen, die ich meistens benutze. Und jetzt kann ich entscheiden, was wird geschnitten. Ich schneide jetzt zum Beispiel erstmal, würde ich jetzt Schnitt schneiden, dann würde ich die beiden wegnehmen. Ihr seht, alles geht weg. Es wird nur das geschnitten. Das bedeutet, jetzt schneidet die Cameo alles fertig und geht wieder auf den Nullpunkt zurück. Jetzt kann ich sagen, schneid mir nochmal bitte die Falz. Jetzt schneidet die Cameo die Falz. Das bedeutet, ich habe das jetzt so weit erledigt, dass ich nachher da wirklich ein Kästchen draus machen kann. Ich kann aber auch sagen, schreib mir doch erstmal mit dem Stift, mal mir doch erstmal die Sachen hier hin, die da sind. Und dann mache ich die anderen Sachen. Das sind die Möglichkeiten, die ich über die Ebene habe. Ich kann aber auch entscheiden nach Linienfarben. Ich kann sagen, ich möchte alles, was schwarz ist, geschnitten haben. Ich kann aber auch sagen, ich möchte alles, was rot ist, geschnitten haben. Rot. Blödsinn. Schwarz schneiden. Häkchen schwarz, ne? Und rot schneiden. Häkchen rot. Jetzt geht's. Guckt mal. Oder ich kann entscheiden, welche Füllfarbe. Das ist echt so eine persönliche Geschichte, was man gerne möchte. Jetzt wird alles, was rot und lila ist, geschnitten. Ich kann auch sagen, alles, was nicht bunt ist, soll geschnitten werden. Das ist eine Sache, das ist euch vollkommen selbst überlassen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch wieder ein bisschen geholfen, das Tutorial. Falls ja, bitte Daumen hoch und kleinen Comment. Und falls ihr irgendwelche Fehler entdeckt habt, nicht finden und behalten, gebt sie mir und ich ändere das dann. Alles klar, bis dann. Tschüss, eure Cameo-Maus.